Die FIFA ist eine richtige Geldmaschine. The winner is Katar. Katar, das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Katar 22. Eine Wahl überschattet von Korruptionsvorwürfen. Voilà, c'est ici. In US-Akten finden wir brisante Aussagen eines Kronzeugen. Wir wissen von Korruptionsvorwürfen dank eines Kronzeugen, der darüber detailliert ausgesagt hat. Und wir stellen fest, seine Aussagen über Katar-Korruption tauchen in einem Urteil der FIFA-Ethikkommission auf. Nobody talks about corruption. Ich bin absolut nicht bestechbar. Lassen Sie mich festhalten, der Vertrauensmissbrauch ist empörend, das Ausmaß der Korruption unvorstellbar. Verhaftungen im Zürcher Nobelhotel Borolak. Die FIFA-Affäre platzt vor den Augen der Öffentlichkeit. Several senior FIFA officials on corruption charges. Un escándalo de corrupción de la FIFA. Auf jeden Fall haben die Amerikaner das gemacht, was sie gut können. Sie haben auch die Spur des Geldes aufgenommen. Die Schweiz gerät in den Strudel der FIFA-Affäre. Der Anfang eines riesigen Justizskandals. Im Fokus der Bundesanwalt. This case is complex, it's huge. Das ist ein großer Fall, ein sehr großer Fall für die Bundesanwaltschaft. It's one of the biggest cases I ever seen. Ich werde alles dafür tun, dass uns dieser Fall nicht überfordert. Im Ausland ist der Eindruck entstanden, dass die Schweizer Justiz unfähig ist oder nicht willens ist, um so heikle und auch so komplexe Verfahren wie die FIFA-Verfahren wirklich aufzudecken. Es ist einfach unendlich kompliziert. Das sind über 1000 Seiten Protokoll. US-Gerichtsprotokolle, Urteile, interne Unterlagen. Und wir finden auch einen Bundesgerichtsentscheid, der sich als sehr aufschlussreich erweisen wird. Wer aber wusste in der FIFA von diesen Hinweisen über gekaufte Stimmen? Und weshalb hat die FIFA nicht gehandelt? In meinen 30 Jahren, als ich jetzt als SRF-Journalist gearbeitet habe, habe ich noch nie so viel Gegenwind gespürt wie jetzt bei der FIFA-Recherche. Wir kontaktieren den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino und wollen Antworten auf unsere Fragen. Wir, ein SAG-Journalistenteam, recherchieren zu den Korruptionsvorwürfen rund um Katar. Wir alle haben Erfahrungen in diesen Themengebieten. Der Westschweizer Journalist Ludovic Rocchi hat über Gianni Infantino einen Dokumentarfilm gedreht. Seine Interviewanfrage hat der FIFA-Präsident damals abgelehnt. Gianni Infantino ist zum besten Verkäufer der WM in Katar geworden. Er beherrscht die Kommunikation und kontrolliert sie. Wenn man ihn um ein Interview bittet und er weiß, dass kritische Fragen kommen, lehnt er in der Regel ab. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Was hier entstanden ist und entwickelt wurde, ist großartig. Toll. Eine WM der Superlative. 8 Stadien neu gebaut. Eine Investition von geschätzten 220 Milliarden Dollar. Please welcome. FIFA-Präsident Gianni Infantino. This World Cup will simply be the best World Cup ever. Now it's getting serious. Please, Your Highness. But thank you, Mr. President. Ich bin stolz und glücklich darüber, dass die Welt Katar sehen wird. سيرى العالم بأننا في قطر.
Gianni Infantino geht sehr weit mit seinen Bemühungen, die WM in Katar zu propagieren. Er ist mit seiner Familie sogar nach Katar gezogen, offiziell so die FIFA, damit er näher beim WM-Organisationskomitee sei. Aber wir wissen, dass bis heute kein FIFA-Präsident, also beispielsweise Herr Blatter, seinen Wohnsitz wegen einer WM nach Südafrika oder nach Deutschland verlegt hat. Katar, ein Wüstenstaat am Persischen Golf. Ein Viertel so groß wie die Schweiz. Wegen den hohen Temperaturen findet die WM im Winter statt. Alles klimaneutral, betont Katar. Ein Wüstenstaat ohne große Fußballtradition organisiert eine Fußball-WM. Das Land schwimmt in Geld. Die wichtigsten Einnahmequellen: Erdöl und vor allem Erdgas. Katar, eine Monarchie mit dem Emir an der Spitze. Er befiehlt. Langwierige Bewilligungsverfahren gibt es keine. Frauen sind kaum sichtbar, denn das katarische Gesetz beruht auf der Scharia. Prozent der Bewohner sind nicht Katarer. Es sind Arbeitsmigranten, Bauarbeiter, Hausangestellte. Ihre Rechte sind eingeschränkt. Gegen außen gibt sich das Land fortschrittlich. Endlich ist der Tag da. Ein arabischer Gastgeber für die WM. Katar is ready for game. Die WM-Vergabe an Katar. Zweifelhafter Höhepunkt einer umstrittenen FIFA-Geschichte. Die Wahl von Katar im Jahr 2010 hat für die FIFA in gewisser Weise den heutigen Ärger verursacht. Wie ist es dazu gekommen? Wir tauchen ein in die Geschichte der FIFA. Wir studieren Akten, Gerichtsunterlagen, Protokolle. Und ordnen alles chronologisch. Scheinbar harmlose Treffen erhalten plötzlich eine neue Bedeutung. Der lange Schatten der Korruption. Mittendrin drei Fußballpräsidenten im Kampf um die Macht. Sepp Blatter, Michel Platini und Gianni Infantino. Dieses Trio, ein fatales Trio. Blatter, Infantino, Platini. Die drei Männer sprechen heute nicht mehr miteinander und sie beschuldigen sich gegenseitig des Komplotts. Die FIFA. Organisiert als Verein mit Hauptsitz in Zürich. €4,7 Milliarden budgetierte Einnahmen im Jahr 2022. Alle Einnahmen würden zurück in den Fußball fließen, betont die FIFA. Eine Non-Profit-Organisation. TV-Screens im FIFA-Museum. Fußball fasziniert die ganze Welt. Ein Milliardengeschäft auch dank der FIFA-Weltmeisterschaften alle 4 Jahre. Das Milliardengeschäft beginnt mit Sepp Blatter. Jahrelang prägt er die FIFA. 17 Jahre lang als Generalsekretär und weitere 17 als Präsident. Sepp Blatter, Arbeiterkind, katholisch, aufgewachsen im Wallis. In seiner Jugend leidenschaftlicher Fußballspieler. Offizierskarriere, Wirtschaftsstudium, dann Einstieg ins professionelle Sportgeschäft. Dreimal verheiratet, dreimal geschieden. Merci, ja.
würde ich sagen, meine Verlobte oder meine Verlobte ist die FIFA. Deiner Mitmenschen ist Gradmesser deines Erfolges. Sein Vorgänger heißt João Avelange. Hier rechts im Bild. Euer Mentor und euer Vorgänger hat gesagt, irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, Sepp, tu as créé un monstre. Bei der FIFA. Ja gut. Tu as créé un monstre. Plötzlich ist der Fußball eine wirtschaftliche Kraft geworden. Es war so viel Geld in der FIFA drin. Nicht nur FIFA selber, auf der ganzen Welt. Und als die Summen sind ins Unendliche gestiegen, haben wir automatisch eine politische Dimension bekommen. Und das hat dann Avalanche hätte das ein bisschen gesagt, maintenant tu as créé un monstre. Jetzt kommen noch die Politiker drin. Begonnen hat das Monster in Paris. Im Mai 1998 kandidiert Blatter als FIFA-Präsident. Herr Blatter, Champs-Élysées, Paris. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit eurer Sportpolitik, die ihr in den letzten Wochen betrieben habt? Besonders Afrika nochmal Visiten macht, in Südafrika. Das sind ganz klare Ja-Stimmen für die Zukunft des Fußballs. Aber insbesondere bringen die Afrikaner das Thema 2006 der Weltcup dran. Sie wissen genau, dass wenn sie der Johansson Stimme dient, bekommen sie der Weltcup nicht. So nebenbei verspricht Blatter Südafrika bereits die WM. Und er wird das Versprechen später auch einlösen. Sagt mir jetzt mal, wie bringt ihr die Leute auch auf eure Linie? Wie macht ihr das? Der grosse Vorteil von mir ist, ich bin kommunikativ. Ich kann mit denen reden, ich kann mit denen in der eigenen Sprache reden. Und das ist sehr wichtig. Blatter umgibt sich in Paris mit zahlreichen Stars. Seine Außenseiterkandidatur erhält so zusätzlichen Rückhalt. Aujourd'hui, on a utilisé Paris pour annoncer officiellement ma candidature. Voilà, tout bien. Wahlhelfer ist Michel Platini, einst französischer Spitzenfußballer, jetzt erfolgreicher Fußballfunktionär. Comment ça va? Très bien. Diese Freundschaft wird den beiden 17 Jahre später zum Verhängnis werden. Das ist ein hoher Moment, hinter der Jane Birkin zu hocken. Ich finde, es ist sehr angenehm gewesen. Ihr kennt ihren Song? Hey, «Je t'aime, moi non plus», der im Radio verboten wurde, weil er sexuell war. Ja, den Song kenne ich schon. Ich meine, wenn sie das Lied so gut verkauft hat, probiere ich den Fußball auch so gut zu verkaufen, dass nicht die Leute stöhnen, sondern dass sie Freude haben, dass sie applaudieren. Okay, genau. Monsieur Joseph Blatter, 111. Der FIFA-Kongress wählt Außenseiter Blatter zum neuen Präsidenten. Ich bin überwältigt. Wirklich überwältigt. Und schon taucht der erste Schatten der Korruption auf. Von Kuverts voller Geld ist die Rede, von gekauften afrikanischen Stimmen. Die SAG konfrontiert ihn damals mit den Gerüchten. Was ist in diesen Kuverts, die ihr hier im Vorfeld verteilt habt, Herr Blatter? Also, das ist alles zusammen ein grosser Mist. Und, Corinne, wir nehmen den anderen. Das ist alles zusammen ein grosser Mist. Warum ist das ein grosser Mist? Was hat der richtig erklärt, Herr Rotibum? Warum haben Sie euch so zitiert? In der Bar afrikanische Delegierte. Der Blattervertraute Bin Hammam aus Katar hätte alles bezahlt, sagen sie. Wer bezahlte Ihre Flüge? Transport, Flüge, Hotel, alles bezahlt von Herrn Bin Hammam aus Katar. Es war fantastisch. Wir aßen Krokodilfleisch. Er gab uns die Kraft, für Herrn Blatter zu kämpfen. Blatter
Did you get any promises? Hat man Ihnen etwas versprochen für Ihre Blatterstimme? Vote for Blatter. Ja. Und was? Er versprach uns Geld. Money. Alles ohne Folgen für Blatter und seinen Vertrauten Bin Hammam aus Katar. Geschickt baut Blatter ein globales Netzwerk auf. Mit Michel Platini an seiner Seite. I will introduce you to His Highness. Michel Platini de France. I like that and I like that. Yes, Michel. Michel. Michel, ihn hatte ich wirklich ins Herz geschlossen. Die beiden entdecken das große Geschäft im Fußball. Die grosse Entwicklung ist erst, nachdem ich Präsident geworden bin. Der Weltcup in Frankreich 1998 hat der Michel Platini, der ja Organisations-Co-Chef war, hat er immer gesagt, nous étions les derniers pauvres. Wir waren die letzten Armen. Die FIFA, gegründet 1904. Als Präsident der FIFA gehört man zum Club der mächtigsten Männer der Welt. Zur FIFA gehören 211 Länder. Die FIFA sagt übrigens gerne, dass sie mehr Mitglieder habe als die UNO. Und alle vier Jahre organisiert sie die Fußball-Weltmeisterschaft. Den WM-Austragungsort bestimmt damals das Exekutivkomitee, bestehend aus 24 Männern. Sepp Blatter ist der Präsident. Im Exekutivkomitee sitzen unter anderem die Delegierten Julio Grondona, Nicolas Leos, Ricardo Teixeira und Michel Platini. Ihnen werden wir immer und immer wieder begegnen. Sie profitieren vom neuen Geschäftsmodell, entwickelt von Sepp Blatter und Michel Platini. Als dieser Oberwalliser zur FIFA kommt, ist es noch eine kleine Organisation. Man spricht noch nicht von Milliarden von Franken. Doch Sepp Blatter besitzt den richtigen Geschäftssinn. Er erhöht die Gebühren für die TV-Rechte und gleichzeitig können die Sender mehr für ihre Werbung kassieren. Und so gewinnen alle. Und so wird die FIFA zu einer richtigen Geldmaschine. Doch hinter dem Milliardengeschäft versteckt sich ein Korruptionssystem. Blatter hat damals die Marketingfirma ISL Zug mit dem Verkauf von TV-Rechten beauftragt. ISL im Zug, TV-Recht weltweit. Doch dann verspekuliert sich die Zuger Firma ISL und geht Konkurs. Im Jahr 2001. Die Zuger Justiz beginnt zu ermitteln. Es gibt eine Hausdurchsuchung bei der FIFA und haufenweise Akten. Das sind ungefähr 2300 Schachteln, die wir im Ganzen haben. Und da drin, in diesem Raum, ist etwa ein Drittel von allen Akten, die wir damit arbeiten müssen. Blatter versucht, die Ermittlungen zu stoppen. Alles, was im Fußball passiert, und alle Schwierigkeiten, die im Fußball sind, sollen innerhalb der fußballerischen Gerichtsbarkeit oder Rechtsprechung gemacht werden und nicht vor ordentliche Gerichte gebracht werden. Das ist nicht mehr unsere Familie. Unsere Unterlagen zeigen, die Zuger Justiz ermittelt dennoch hartnäckig weiter. Jahrelang. Gerüchte dringen nach draußen. Ein Journalist konfrontiert damals Blatter damit. 1 Million war wohl mal dabei, die auf ein FIFA-Konto ging, die dann aber weiterging. Weiß ich nicht. Und dann Havelange. Weiß ich nicht. Die ISL-Schmiergeldgerüchte holen Blatter immer wieder ein. Ich habe noch nie versucht, jemanden zu bestechen. Und andererseits
bin ich nicht bestechbar. L'Operation Marketing. Schauen Sie mir in die Augen. Was meinen Sie, wie ich dastehe? Mit meinen 1300 Dienstagen. Sie wissen nicht, was ein Schweizer Offizier im Range eines Regimentskommandanten als Verantwortung trägt. Und ich komme dann raus als ein Betrüger. Nein. Also, so nicht. Nicht. Ich nicht. Der britische Journalist Andrew Jennings fragt kritisch nach. Können Sie bestätigen oder dementieren, dass diese Zahlung für Herrn Avalanche war? Und wenn nicht, für wen? Ich diskutiere dies nicht hier an dieser Pressekonferenz. Immer wieder streitet Blatter ab. Dann, nach 9 Jahren Ermittlungen, im Mai 2010, erlässt die Zuger Justiz ihre Verfügung. Jetzt ist erstmals juristisch belegt. Nicht in Frage gestellt werden kann die Feststellung, dass die FIFA Kenntnis von Schmiergeldzahlungen an Personen ihrer Organe hatte. Insgesamt sind 122 Millionen Provisionszahlungen, also Schmiergelder, an verschiedene Funktionäre geflossen von ISL. Über diesen Zeitraum also eine wahnsinnige Summe. Zwei bekannte Gesichter tauchen wieder auf. Der eine ist der Leox. Und der andere ist der Teixeira. Im Exekutivkomitee, im WM-Wahlgremium, sitzen also mindestens zwei Personen, die ISL-Schmiergelder akzeptiert haben. Und die beiden werden in wenigen Monaten mitentscheiden, wer die WM 2022 austragen soll. Inzwischen ist der ISL-Skandal weltweit bekannt. Kurz vor dem Wahltermin konfrontiert der BBC-Journalist Jennings die beiden. Wir fragten ihn schriftlich, uns die Zahlungen zu erklären. Keine Antwort. Also versuchte ich ihn im Zürcher Luxushotel zu fragen. Herr Leos, haben Sie die Schmiergelder von der ISL kassiert? Auch Herr Teixeira antwortete nicht. Herr Teixeira, können wir miteinander sprechen? Haben Sie Schmiergelder erhalten? Wofür waren diese ISL-Zahlungen? Damals hat der Sepp Blatter gewusst, dass zwei Mitglieder des Exekutivkomitees korrupt sind. Und eigentlich hätte er die ausschließen müssen, hat es aber nicht gemacht. Und wie sieht er das heute? Warum hat er die überhaupt zugelassen? Warum konnte die im Exekutivkomitee abstimmen? Ich weiß nicht. Also die waren in dem Moment nicht rechtlich verurteilt. Sonst wären die nicht mehr dabei gewesen. Doch. Die ISL-Schmiergeldzahlungen waren öffentlich bekannt. Eigentlich hätte er handeln müssen. So sieht das auch Hans-Joachim Eckert, später Mitglied der FIFA-Ethikkommission. Sie soll Korruption bei der FIFA verhindern. Ich war 5 Jahre lang der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer bei der FIFA. Das hängt sicherlich damit zusammen mit meinem übrigen Werdegang in der Justiz. In dem Bereich von 30 Jahren Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und der organisierten Kriminalität. Eckert sagt, aufgrund der damaligen Beweislage wäre der Ausschluss von Leos und Teixeira angebracht gewesen. Wenn man das im Nachhinein so liest, dann hätte sicherlich die FIFA reagieren müssen. Ob das jetzt der Herr Blatter gewesen wäre oder die Rechtsabteilung, oder die Ethikkommission, das wäre Sache der FIFA gewesen, hier darauf zu reagieren, und das hat sie nicht getan. Zürich, November 2010, eine Woche vor der WM-Wahl.
Im FIFA-Exekutivkomitee sitzt auch Michel Platini, damals Präsident des mächtigen Fußballverbands UEFA. 9 Jahre nach der Katar-Wahl gibt er im Westschweizer Fernsehen freimütig Auskunft darüber, was damals passiert ist. Bon, dieses berühmte Mittagessen vom 23. November 2010 im Élysée-Palast mit Präsident Sarkozy. Da ist der Kronprinz von Katar, der mittlerweile Emir geworden ist. Waren Sie da ein wenig überrascht? Sie kommen an und... Ja, weil ich darum gebeten hatte, Präsident Sarkozy zu sehen, um ihm zu sagen, für wen ich stimmen werde. Man sagte mir, wir organisieren ein Mittagessen. Ich war einverstanden. Als ich dort ankam, saß auch der Emir von Katar am Tisch. Aber sie haben mich nie gebeten, für Katar zu stimmen. Sie haben nichts von mir verlangt. Nur als ich rausging, rief ich Blatter an und sagte, hör mal, ich glaube, ich bin da an einen Ort gelangt. Bis eine Woche vor dem Entscheid ist alles picobello, wie man sagt. Aber dann rief mir der Michel Platini an und erzählte mir von dem Mittagessen mit dem Staatspräsidenten. Sarkozy damals. Und dann hat der Staatspräsident ihm gesagt, wenn er mithelfen könnte mit seinen Stimmberechtigten, dass er den Weltcup nach Katar bringen könnte. Dann habe ich ihn gefragt, hat er gesagt, du musst für dich stimmen. Dann hat er gesagt, nein. Aber wenn der Staatspräsident dich um etwas bittet oder sagt, könntest du das machen? Aber auf jeden Fall hat er gesagt, wir müssen aufpassen, er hätte seine Leute, die stimmen, das wäre nicht gewiss, das ist er und 3 andere, das sind 4 Stimmen. War das eine Art Falle? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte Präsident Sarkozy zeigen, dass Frankreich Katar unterstützt bei der WM-Wahl. Aber er hat mich nie gebeten, für Katar zu stimmen. Eine subtile Form von Druck. Sie kommen zum Mittagessen und müssen sich dann sagen, tja, ihn hätte ich jetzt nicht hier erwartet. Nein, ich kenne sie seit 30 Jahren. So funktioniert das. Ich kenne die Katarer seit 30 Jahren. Sie haben einen Monat vorher in der FIFA ihr Projekt präsentiert. Ich habe es nicht nötig, dass Präsident Sarkozy sie mit mir zusammenbringt. Wir realisieren also, es gibt politische Einflussnahme auf höchster Ebene. 5 Nationen bewerben sich für die WM 2022. Katar, USA, Südkorea, Australien und Japan. Favorit sind die USA. I hope that you feel as I do, that the United States would make an excellent host. An dem Vorabend von der Abstimmung, wenn wir die Wahl können, habe ich dann noch mit dem Präsident Obama telefoniert. Und weil er gefragt hat, wie geht es so, und dann habe ich gesagt, aber momentan habe ich keine guten Nachrichten. Ich weiß nicht, wie es uns geht, aber sicher ist nichts. Es sieht nicht so gut aus. Zürich, 2. Dezember 2010. Der Tag der WM-Wahl. Das Exekutivkomitee trifft sich im FIFA-Hauptgebäude hinter verschlossenen Türen, im sogenannten Boardroom, 3 Stockwerke tief unter der Erde. Blatter weiß, Platini und seine 3 Verbündeten werden für Katar stimmen. Und? Teixeira und Leos haben ISL-Schmiergelder kassiert. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Katar. Das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Das ist jetzt ein Knaller. Offenbar hat man bei der FIFA also das Gefühl, die Ölquellen werden dort weiter sprudelnd, auch in 12 Jahren. Ich kann es fast nicht fassen. Das kleine Katar hat die großen USA und Australien in die Schranken gewiesen. Wir lassen sie nicht im Stich. Sie werden stolz auf uns und auf den Mittleren Osten sein. Das verspreche ich.
War es ein Fehler? Wenn man jetzt sieht, der ganze Ärger für Sie und Blatter und für viele andere begann mit der Wahl von Katar. Nein, nein, überhaupt nicht. Sie werden sehen, es wird die schönste WM sein. Wir haben also festgestellt, es gibt politische Einflussnahmen auf die Nomination von Katar 22, aber es gibt noch mehr. Wir sehen in den amerikanischen Akten, dass die USA kurz nach der Katar-Wahl mit den Ermittlungen begonnen haben. Und wir stoßen in den Akten auf zwei bekannte Namen, Teixeira und Leos, die beiden ISL-Schmiergelderbezüger. Auch bei den US-Ermittlungen geht es um Schmiergelder. Und dazu muss man sagen, dass die amerikanische Justiz, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es natürlich Vermutungen, man hätte gerne die WM bekommen. Auf jeden Fall haben die Amerikaner das gemacht, was sie gut können. Sie haben auch die Spur des Geldes aufgenommen. Trotz dem Schatten der Korruption. Blatters Präsidentenkarriere nimmt vorerst keinen Schaden. Number of votes for Mr. Joseph S. Blatter, 139. Er wird dreimal wiedergewählt. We are all good. Yes, do it. Do it. Do it. Do it. It's for the unity of football. It's for football. Okay? Thank you. Herzlich willkommen, Herr Blatter. Freue mich sehr. Make the world a better place. Ich sage nur Bon Deutsch. Monsieur Teixeira, c'est la Coupe du Monde de la FIFA. Der Pokal aus brasilianischen Händen. Dankeschön. 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 Nun sitzt der König der Fußballwelt also wieder auf seinem Thron. 186. Präsident Joseph Blatter. Der FIFA World Cup. Is in South Africa. A dream came true. Zürich, Mai 2015. Vorbereitungen für den 65. FIFA-Kongress. Die vierte Wiederwahl von Sepp Blatter steht an. Die über 200 Funktionäre logieren in den besten Hotels von Zürich. Zeitlich stehen wir 5 Jahre nach der Katar-Wahl, 5 Jahre nach der Niederlage der USA. Im Luxushotel Borolac genießen die höchsten FIFA-Offiziellen die Bedienung. Dann überstürzen sich die Nachrichten. Arrestation à la FIFA. Plusieurs responsables interpellés ce matin par la police suisse, révèle à l'instant le New York Times. First, let me bring you up to date with our top story. And the football world's top body is in crisis again. We're expecting to hear from the FBI later. Wir sind entschlossen, diese Praktiken zu beenden, die Korruption auszutrocknen und die Fehlbaren vor Gericht zu bringen. Die Kantonspolizisten agieren in Zivil, denn im Hotel logieren auch zahlreiche Journalisten. Diese fotografieren und berichten später vom äußerst diskreten Vorgehen. Ich habe es aus dem Radio erfahren. Ich habe mir gesagt, das ist ein schlechter Film. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Die Polizei verhaftet 10 hohe FIFA-Offizielle. Leos und Teixeira sind nicht im Borolac. Die beiden sind gar nicht angereist. Jetzt werden sie international zur Verhaftung ausgeschrieben. Sie hätten garantieren sollen, dass Fußball ehrlich und sauber ist. Stattdessen korrumpierten sie den Fußball, schauten auf ihr Eigeninteresse und bereicherten sich. Sie taten es immer und immer wieder, Jahr für Jahr, Turnier um Turnier.
Ladies and gentlemen, today the FIFA-Präsident. Der FIFA-Präsident tanzt heute nicht in seinem Büro. Er ist, naja, ruhig und verfolgt das Geschehen. Die FIFA begrüßt diesen Prozess und kooperiert voll mit der Bundesanwaltschaft und dann entsprechend auch mit dem Bundesamt für Justiz. Auftritt von Michael Lauber, Schweizer Bundesanwalt, Seite an Seite mit der US-Justizministerin Loretta Lynch. Noch ahnt niemand, dass bald daraus eine Schweizer Justizaffäre wird. Das öffentliche Interesse an den Schweizer Ermittlungen ist enorm. Deshalb haben wir entschieden, Sie über den Stand unserer Ermittlungen zu informieren. Ich kann bestätigen, dass die Bundesanwaltschaft zusammen mit Justizministerin Lynch kontinuierlich den Umfang der strafrechtlichen Ermittlungen prüft. Es ist mir eine große Ehre, nun das Wort an meine amerikanische Amtskollegin, Generalstaatsanwältin Loretta Lynch, zu übergeben. Das Problem der Fußballkorruption ist global und wir bleiben wachsam mit unseren Bemühungen, eine globale Antwort zu finden. Dieser Mann wird alles verändern. Der Argentinier Alejandro Bursaco. Er reist ahnungslos nach Zürich. Und auch er steht auf der US-Fahndungsliste. Maria Roselli hat seine Geschichte recherchiert. Am Tag der aufsehenerregenden Verhaftungen in Borolac kam Alejandro Bursaco zu spät zum Frühstück. Als die anderen verhaftet wurden, war er also nicht dort. Er nutzt sofort die Gelegenheit und flüchtet nach Italien. Er ist auch italienischer Staatsbürger. In Italien bleibt er 2 Tage lang, ohne genau zu wissen, wie er sich verhalten soll. Danach tauscht er sich mit seinem Anwalt aus und beschließt, sich der amerikanischen Justiz zu stellen. Die amerikanischen Ermittler holen ihn ab und bringen ihn direkt nach New York. Dort beginnt er mit der US-Justiz zu kooperieren und erzählt alles, was er weiß. Er übergibt der US-Justiz sein BlackBerry. Darauf befinden sich Tausende von E-Mails und Korrespondenzen mit vielen Fußballfunktionären. Ein Geschenk des Himmels für die amerikanischen Behörden. So können sie ihre Ermittlungen fortsetzen. Eigentlich sind die FIFA-Offizielle nach Zürich angereist, um den Präsidenten zu wählen. Trotz Borolac. Der 79-Jährige hält an der Kandidatur fest. Militärisch gesprochen war es ein Angriff auf die FIFA. Also muss der Kommandant an Bord bleiben. Er darf nicht fliehen. Das ist meine militärische Erziehung. Ich als Chef bleibe hier. Doch Blatter gerät von unerwarteter Seite unter Druck. Sein Vertrauter und Freund Michel Platini lanciert zusammen mit UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino den Angriff. Wir haben, wie Sie alle, verfolgt, was in den letzten Tagen passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich, der die FIFA liebt, ich, ein großer Bewunderer der FIFA-Geschichte, ich, der das seit Jahren verfolgt, ich bin empört, angewidert, ich habe es satt. Genug ist genug. Platini ist zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, kandidiere nicht. Ich habe ihm geantwortet, wie meinst du das? Ich bin der Präsident und die Wahlen sind traktandiert. Ich werde den Kongress durchführen und mich der Wiederwahl stellen. Ich habe ihm geantwortet, schade. Es wäre gut für dein Image, wenn du die Lage begreifst und uns verlässt. Ich kann Ihnen garantieren, an der morgigen Wahl wird eine sehr, sehr große Mehrheit der europäischen Verbände für den Prinzen Ali stimmen. Noch ahnt Platini nicht, dass sein Generalsekretär Gianni Infantino 9 Monate später
auf dem FIFA-Präsidentenstuhl sitzen wird. In den nächsten Monaten folgt ein erbitterter Machtkampf zwischen den drei Alpha-Tieren. Zunächst aber am 29. Mai 2015, zwei Tage nach den Verhaftungen im Borolak. Sepp Blatter unterwegs zur Wiederwahl. Als wäre nichts geschehen. Du sagst mal schon, der Reserve. Ganz einfach. Ich möchte bei euch bleiben, mit euch weiter zusammenarbeiten. Man darf nicht vergessen, das war ein Angriff auf die FIFA. Das verletzt. Das verletzt. Le président de la FIFA élu, je vous prie de bien vouloir acclamer très fort pour cette élection. Doch der mediale Druck ist gewaltig. Zürich, 2. Juni 2015. Vier Tage nach der Wiederwahl. Mein Mandat hat nicht die Unterstützung der gesamten Fußballwelt. Deshalb stelle ich es anlässlich eines außerordentlichen Wahlkongresses zur Verfügung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe auf Druck reagiert, auch von der amerikanischen Justiz. Sie hatte vor, die FIFA zu einer mafiösen Gesellschaft zu erklären. Womöglich mit dem Nebengedanken, an das viele Geld zu kommen. Seine letzte FIFA-Pressekonferenz endet mit einem Eklat. Excuse me? Sorry, this is starting. We're starting a press conference. My security, come on. Here we go, Seth. That's all there. Ladies and gentlemen. Wir müssen hier zuerst aufräumen. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Ich bin gleich zurück. I'll be back in a few minutes. Thank you. Nach Borolak und zwei Monate nach Blatters Abgang? Michel Platini wirft den Hut in den Ring und will die Führung des Weltfußballverbandes FIFA übernehmen. Der heutige UEFA-Funktionär will damit Nachfolger von Sepp Blatter werden. Platini ist sehr gut gestartet. Er hat bereits die Unterstützung von vier Kontinentalverbänden, Europa, Süd- und Nordamerika und Karibik. Platini ist also als Favorit praktisch gewählt. Zwei Monate später. Die Journalisten warten auf Neuigkeiten aus dem Exekutivkomitee. Eine Routine-Pressekonferenz. Bei der FIFA ist heute Nachmittag auf die zweite Pressekonferenz angesetzt gewesen. Die Pressekonferenz ist zuerst um eine Stunde verschoben worden, bevor es kurz vor der drei definitiv abgesagt worden ist. Im Nachhinein ist schnell klar worden, warum. Die Ermittlungen gegen den Weltfußballverband FIFA wegen Korruption werden ausgeweitet. Die Bundesanwaltschaft hat mit Unterstützung der Bundeskriminalpolizei heute eine Hausdurchsuchung beim FIFA-Hauptquartier in Zürich durchgeführt. Zudem wurde Herr Josef Blatter als Beschuldigter einvernommen und Monsieur Michel Platini als Auskunftsperson befragt. Sie holen uns in ein Büro während einer Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees. Unten warten 200 Journalisten. Warum dieses Theater? Für zwei in der Schweiz wohnhafte Personen? Es fing nicht gut an. Es ging darum, uns zu schaden. Dann hat mich der Platini nach der Sitzung abgeführt. Und dann sagt er, fragt er Michel, du sais pourquoi? Dann sagt er, pas du tout. Dann haben wir uns getrennt, haben mir den Brief von Platini gezeigt. Und der Brief,
Platini verlangt im Jahr 2011 nachträglich 2 Millionen Franken Honorar für eine Beratung, die über 8 Jahre zurückliegt. Über diesen Brief werden beide stürzen. Der Platini und ich haben einen Vertrag gehabt, mündlicher Vertrag. Er verdient im Jahr, hat er mir damals gesagt, 1 Million. So haben sie laut Platini verhandelt. Wie viel willst du? 1 Million. Von was? Rubel, französische Franken, Dollar. Einverstanden. 1 Million Franken pro Jahr. Danach, als ich gewählt wurde, habe ich ihn engagiert als mein Mitarbeiter und für technische Aufträge. Wir haben aber nicht 1 Million für ihn das zahlen. Hast du ein Problem zu zahlen? Ja, ich kann keine 1 Million zahlen. Der Generalsekretär verdient 300.000. Ich kann dir nicht 3-mal mehr zahlen. Wir werden dir einen Vertrag für 300.000 machen und den Rest später zahlen. Und dann haben wir den Vertrag vergessen. Ich habe nicht den Vertrag gedacht. Und eines Tages hat er der FIFA einen Brief geschrieben, gesagt, er will jetzt den Rest von seinem Lohn haben. Am Schluss haben wir gesagt, gut, dann zahlen wir die 2 Millionen. FIFA, Ethikkommission. La Commissione Etica, sind die Reden. Genau. Mhm. Die FIFA-Ethikkommission ist ein internes Kontrollgremium. Sie hat zur Aufgabe zu prüfen, ob die Funktionäre den Ethikcode einhalten. Mit anderen Worten, ob es Korruption gibt, ja oder nein. Dafür war damals Hans-Joachim Eckert zuständig, als vorsitzender Richter der Ethikkommission. Er fällt ein Urteil, das in der FIFA-Geschichte einmalig ist. President Sepp Blatter has been suspended for 90 days. Präsident FIFA Joseph Blatter und Glava UEFA Michel Platini. Ja, FIFA-Präsident Blatter muss seinen Stuhl räumen. FIFA suspends President Sepp Blatter and Vice President Michel Platini. Ich habe damals nicht alleine entschieden für die Ethikkommission der rechtsprechenden Kammer, sondern ich habe noch mit 3 anderen Beisitzern gemeinsam geprüft, ob wir das Verfahren eröffnen oder nicht. Und Sie können mir glauben, das macht man sich nicht leicht. Die 2 Vorsitzenden, Präsidenten der Fußballverbände UEFA und hier der FIFA, ein Verfahren gegen sie offiziell zu eröffnen, mit der gleichzeitigen Maßnahme, dass sie vorläufig gesperrt sind. Aus der vorläufigen Sperre wird 2 Monate später eine definitive. Es tut mir leid für den Fußball. Aber es tut mir auch leid wegen mir, wie ich behandelt werde in dieser Welt der Menschlichkeit. Ist mal vielleicht ganz gut zu wissen, dass man so etwas nicht übers Knie bricht, sondern dass man sich da Gedanken macht. Weil ich meine, sie sperren nicht so ohne weiteres aus dem Handgelenk den mächtigsten Fußballmann der Welt. Da wirst du keinen Fehler machen. Können Sie nachvollziehen, dass diese Methoden ein bisschen mafiös erscheinen? 1 Million pro Jahr? Ja? Nein? Ein bisschen mehr? Ich denke nicht. Ich denke, es ist ein Gentleman's Agreement. Morgen werden die Journalisten schreiben, Blatter ist am Ende. Blatter ist nicht am Ende, solange er lebt. Sie tragen dieses Pflaster. Sie haben sich ein eventuell bösartiges Melanom entfernen lassen. Sie sind 79-jährig. Man sollte auch loslassen können. Ich kann die FIFA loslassen, aber nicht mich selbst. Ich bin Schweizer Bürger. Ich will für meine Rechte und für die Gerechtigkeit kämpfen. Nach der Sperre, aus der Traum als FIFA-Präsidentschaftskandidat. Ich sage die Wahrheit, die ganze Wahrheit, nur die Wahrheit. Ich schwöre es. C'était très difficile parce que
Es war sehr schwierig. Ich verstehe es nicht. Ich habe nicht begriffen, wie das passieren konnte. Ich wurde als Bilanzfälscher, als Korrupter, als Geldwäscher bezeichnet. Überall, in allen Medien. Ich habe 20 Jahre lang für die FIFA gearbeitet, die Weltmeisterschaft ehrenamtlich für die FIFA organisiert. Es ist die FIFA, die mir Geld überweist, und es ist die gleiche FIFA, die mich suspendiert, weil sie mir Geld überwiesen hat. Ich versuche zu verstehen, aber es fällt mir schwer. Und das ist immer noch so? Ja, das ist immer noch so. Ja, ja. Die beiden kämpfen bis heute um ihre Ehre. Mussten Blatter und Platini gehen, damit er an die Macht kommt? Gianni Infantino, Platinis UEFA-Generalsekretär? Über diese Frage wird bis heute gestritten. Unser Datenvergleich zeigt aber, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Borolak-Verhaftungen, Demission Blatter, Kandidatur Platini, 2 Millionen Vorwurf, provisorische und schließlich definitive Sperre Blatter-Platini. Und nur 20 Tage nach der provisorischen Sperre kandidiert bereits der kaum bekannte Gianni Infantino. FIFA-Wahlkongress, 26. Februar 2016 in Zürich. Ich möchte heute zu Ihnen aus vollem Herzen sprechen. Vor 5 Monaten hätte ich nicht gedacht, dass ich heute vor Ihnen stehen würde, dass ich Kandidat sein würde für das FIFA-Präsidentenamt. Aber in den letzten Monaten ist viel passiert. Die FIFA befindet sich in einer Krise, in einer schwierigen Situation. Ihr Ruf ist angeschlagen. Man spricht von Korruption, Gerichten, Anwälten, was auch immer. Infantino war ein bisschen der ewige Zweite an der Seite von Platini bei der UEFA. Er stand ab und zu im Rampenlicht, beispielsweise bei den Auslosungen der Mannschaften für die Europameisterschaften. Dann verschwand er wieder. Aber im Jahr 2015, als all diese Verwicklungen und Intrigen bei der FIFA auftauchten, naja, da nimmt er seine Chance wahr. Und wenn die Situation schwierig ist, liebe Freunde, gibt es 2 Optionen. Entweder man versteckt sich, oder man stellt sich. Für mich war Verstecken nie eine Option. Ich wollte immer handeln und tun, was richtig ist. Seine Entourage und seine Frau feiern. Er ist der richtige Mann. Er wird es elegant lösen. Wir lesen in den Unterlagen immer wieder von einer Komplotttheorie. Infantino habe bei der Blatter-Platini-Sperre eine Rolle gespielt. Infantino dementiert energisch. Sepp Blatter hat eine klare Meinung dazu. Auf jeden Fall sollte Platini nicht anwesend sein. Er war sein Gegner Nummer 1. Wenn Platini da gewesen wäre, wäre er nie gewählt worden. Platini wäre Präsident. Es war bösartig. Schlau und bösartig. Ein perfides Spiel. Ihrer Meinung nach, war er aktiv? Ja, er war intelligent und aktiv. Und wie? Ich denke, er hat es gewusst. Ich denke, Infantino wollte zuerst UEFA-Präsident werden. Und dann hat er realisiert, dass der FIFA-Stuhl frei wird. Und dann, ich weiß nicht. Das muss man die Ermittler fragen. Die Wahrheit wird ans Tageslicht kommen. Ich kenne sie nicht ganz, aber ich orientiere mich an denen, die sich dazu äußern wollen. Guten Abend, willkommen bei uns, Gianni Infantino. Danke,
dass Sie einen Zwischenstopp machen bei uns. Sie sind ja Weltreisende, chatten um die Welt wie verrückt. Sie kommen aus Doha, gehen nachher weiter aus London. Jetzt hockt da schon wieder ein Walliser. Und wie reagiert man denn da draußen in der Welt? Wir Walliser sind ja joviale Menschen. Wir kommen gut an mit den Leuten. Das Walliser-Titsch verstehst du jetzt in der Welt auch ziemlich gut. Es ist ja die Sprache Nummer 1 bei der FIFA. Also von dem her kommt das eigentlich gut an. Aufgewachsen ist Infantino in Brieg mit zwei älteren Schwestern. Es war ein kleiner Piccolino, ein kleiner Verwandter, aber liebenswerter Verwandter. Seine Eltern kommen als italienische Gastarbeiter in den 60er Jahren nach Brieg. Der Vater Hilfsarbeiter, die Mutter Kioskverkäuferin. Der kleine Gianni liest italienische Gazetten und träumt von einer Fußballkarriere. Er spielt beim FC Brieg Glies. Jugendfreund Rinaldo Arnold ist dort Präsident. Es ist im Oktober vorbeigekommen. Wir haben gesagt, wir wollen die Match vom zweiten Mannschaft. Er hat gesagt, ja, selbstverständlich, kommen wir gerne diesen Jungs zuschauen. Kein Stavalü, wenn nichts. Sondern es ist immer noch einer vom FC Brieg Glies. Er ist sehr sympathisch und umgänglich. Infantino verspricht eine neue FIFA. Die Reformen sind absolut notwendig. Die sind das ist das A und O, Transparenz, Good Governance und so weiter. Und da müssen wir jetzt zeigen, dass wir uns auch können arbeiten in Zukunft. Ab jetzt, ab heute, eine neue Ära. Sein erster Arbeitstag nach der Wahl. Er beginnt mit einem Fußballspiel. Auf den ersten Blick harmlos. Alles bekannte Stars. Alles Freunde. Ich habe versprochen, dass an meinem ersten Tag bei der FIFA der Fußball zurück ist. Ein paar Anrufe, alle sind da. Harmlos bis auf einen. Bis auf diesen unscheinbaren Mann. Rinaldo Arnold. Kein Fußballstar, sondern der Jugendfreund aus Brieg. Er ist vor allem ein nützlicher Freund. Er ist Walliser Oberstaatsanwalt. Und er kennt André Marti, den Informationschef der Bundesanwaltschaft. Marti kommt auch aus dem Wallis. Sein Vorgesetzter heißt Michael Lauber, der Bundesanwalt. Lauber leitet die Korruptionsverfahren rund um die FIFA und UEFA. SRF-Redaktor Oliver Washington hat Michael Laubers Karriere verfolgt. Quasi über Nacht habe sich alles verändert. Durch die Enthüllungen der sogenannten Football Leaks und der Panama Papers. Tausende von vertraulichen Mails. Das sind Dokumente, die Journalisten zugespielt worden sind. Das ist ein riesiges Thema, wo es um ganz viele Fragen gegangen ist. In der Schweiz hat der Tagesanzeiger die Dokumente ausgewertet. Das brisante Ergebnis? Sozusagen als Zufallstreffer, als Zufallsfund über Mails und SMS ist man dann darauf gekommen, dass der Lauber sich im Vertrauten heimlich mit der FIFA-Spitze getroffen hat. Die berühmten Geheimtreffen. Wir vergleichen die Daten mit den uns bereits bekannten Ereignissen. Und wir staunen. Das erste Treffen am 8. Juli 2015. Heikel, noch vor der Sperre Blatter-Platini. Noch vor der Wahl Infantinos. Ging es hier um Infantinos eventuelle Kandidatur? Mit dabei bei dem ersten Treffen sind der Herr Lauber, sein Mediensprecher und der Rinaldo Arnold. Der Rinaldo Arnold hat das Treffen dann später so begründet, dass er sich über das Funktionieren von der Bundesanwaltschaft informieren will. Aber das überrascht, weil ein Walliser Oberstaatsanwalt würde man eigentlich davon ausgehen, dass er die Schweizer Justiz so gut kennt, dass er auch weiss, wie die Bundesanwaltschaft funktioniert. Zwei Wochen nach Infantinos Wahl geht es weiter. Arnold schreibt am 5. März 2016. Sehr geehrter Herr Marti, könnten Sie mich anrufen? Egal wann, ich hätte eine persönliche Frage. Danke und freundliche Grüße, Rinaldo Arnold. Bundesanwalt Lauber trifft heimlich den FIFA-Präsidenten Infantino, obwohl die Bundesanwaltschaft eigentlich wegen Korruptionsvorwürfen rund um die FIFA-Wahl von Katar 22 ermittelt. Das Treffen findet am 22. März statt. Nicht etwa in der Bundesanwaltschaft, nein, im Hotel Schweizerhof in Bern.
ein Hotel im Besitz eines katarischen Staatsfonds. Und im Schweizer Hof befindet sich auch die Botschaft von Katar. Geheimtreffen mit der FIFA-Spitze in einem Katar-Hotel und gleichzeitig Ermittlungen, ob es bei der Katar-Wahl zu Korruption kam. Eine heikle Kombination. 6 April 2016. Kurz danach, 2 Wochen nach dem Geheimtreffen. Laubers Bundesanwaltschaft führt eine Hausdurchsuchung bei der UEFA durch, bei Infantinos ehemaligem Arbeitgeber. Am UEFA-Hauptsitz in Mio wurde heute eine Razzia durchgeführt, denn in den Panama Papers taucht auch ein bekannter Name auf. Gianni Infantino, der frühere UEFA-Generalsekretär und jetzige FIFA-Präsident. Der Hintergrund? Infantino hat damals mit 2 dubiosen TV-Rechtehändlern Verträge abgeschlossen. Die beiden sind in den USA angeklagt. Ist der neue FIFA-Präsident in unsaubere Geschäfte verwickelt? Der Verdacht wird später noch viel zu reden geben. Infantino stört, dass er in den Medien zusammen mit der UEFA-Razzia erwähnt wird. Er schickt seinem Jugendfreund eine SMS. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Der Schaden ist sehr groß. Wenn du willst, kann ich mal versuchen zu erreichen, ob die Bundesanwaltschaft eine Medienmitteilung machen würde, dass gegen Infantino kein Verfahren am Laufen ist. Das wäre sehr gut. Die Bundesanwaltschaft lehnt zwar ab, aber 10 Tage später trifft sich Infantino erneut mit Lauber. Jetzt ein Geheimtreffen in Zürich im Restaurant Au Premier. Infantino fliegt dafür eigens mit dem Privatjet des Emirs von Katar an. All dies hätte die Öffentlichkeit nie erfahren sollen. Im Herbst 2018 werden die Football Leagues bekannt. Und dann gibt es die berühmte Pressekonferenz von Lauber. Dann tritt er vor die Medien. Lauber zusammen mit Marti. Guten Morgen miteinander. Bonjour. Werte Medienschaffende Dagwall, ich darf vielleicht Walliserdeutsch zumindest begrüßen. Besten Dank für Ihr Interesse an der Arbeit der Bundesanwaltschaft, der DEA. Damit bitteschön, Michael Lauber. Good morning. Guten Morgen. Am 6. April 2016 wurde ein Strafverfahren im Zusammenhang mit der UEFA eröffnet. Am 22. April 2016 ist es zu einem zweiten und abschließenden Treffen dann zwischen mir und Gianni Infantino in Zürich gekommen. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt weder in diesen Treffen noch irgendwie sonst mit Gianni Infantino oder mit Vertretern der UEFA über diese Sache gesprochen. Warum sind denn diese Treffen nicht protokolliert worden? Das hier sind übergeordnete Treffen zur Steuerung, zur strategischen Steuerung der Verfahren. Deswegen hat diese Dokumentationspflicht der StPO nach meiner Ansicht nach nichts zu tun mit der konkreten Dokumentationspflicht, die diese StPO vorsieht für die konkreten Verfahrenshandlungen. Sonst müsste ich jedes einzelne Treffen mit irgendjemandem, nur weil es die BEA oder der BEA macht, im weitesten Sinne dann dokumentieren. Das würde in eine total falsche Richtung führen. Sie bereuen dieses Treffen nicht, auch wenn Sie jetzt all den Wirbel sehen, der jetzt da ansteht? Nein, ich bereue es nicht, weil ich kann ja nicht meine Pflicht bereuen. Oder? Also ich sehe das wirklich als meine Pflicht, es zu machen, wie ich Ihnen gesagt habe. Ich mache es auch in anderen Verfahren. Es ist wirklich nötig, ich sage es Ihnen. Und wenn das nicht mehr nötig sein darf und nicht mehr meine Pflicht sein darf, dann denke ich, habe ich ein absolutes Grundsatzproblem. Wiedersehen. Das Interessante bei dieser Medienkonferenz war, dass der Lauber so da hat, als ob das Normalste der Welt wäre, dass er sich eben heimlich mit Verfahrensbeteiligten trifft. Er hätte mit Sicherheit die Bedeutung dieser Treffen nicht wollen, oben abspielen. Und das Interessante war auch, wie er begründet hat, dass er die Treffen nicht protokolliert hat. Er hat ein bisschen salopp gesagt, das wäre einfach viel zu aufwendig gewesen. Und noch etwas fällt auf bei Laubers Auftritt. Der Lauber sagte in dieser Pressekonferenz, es gibt 2 Treffen zwischen ihm und Gianni Infantino.
Er sagt gleichzeitig, das zweite Treffen sei das abschliessende Treffen gewesen. Auch später, gegenüber der Aufsicht, sagt er, es sei kein weiteres Treffen gegeben. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es noch ein weiteres Treffen gegeben hat zwischen dem Lauber und dem Gianni Infantino im Hotel Schweizerhof zu Bern. Und das ist insofern fatal, weil dann die Pointe war, dass der Lauber offensichtlich die Unwahrheit erzählt hat. Rinaldo Arnold, mittlerweile schon per Du mit André Marti. Hallo André, Infantinos Zug hat Verspätung. Wir werden ein paar Minuten später da sein. Bis gleich, Gruß. Sally, kein Problem. Im ersten Stock, Meeting Room 3. 5 Monate später. Classement. UEFA, l'affaire. UEFA Infantino, Classement. Hein? Classement, eingestellt. Laubers Bundesanwaltschaft handelt. Einige Monate später wird die UEFA-Untersuchung eingestellt, was Infantino in gewisser Weise entlastet. Es stellt sich natürlich die Frage, ob sie darüber gesprochen haben, ob das Treffen eine Rolle gespielt hat. Weshalb die Bundesanwaltschaft das Verfahren einstellte, darüber wird noch heute, 5 Jahre später, spekuliert. 2 außerordentliche Staatsanwälte ermitteln. Die SAG konfrontiert damals Lauber mit dem vergessenen Treffen. Wir haben manuell die Agenden durchgesehen im Ende letzten Jahr und haben dieses mögliche dritte Treffen nicht gefunden. Das ist ein Fehler, da ist uns etwas ein Lapsus passiert. Das kann geschehen, wenn Sie meine Agenda anschauen, wie viele Termine da sind. Muss ich das einfach glauben? Ich habe nicht verschwiegen, ich lüge nicht. Es ist einfach so, die simple Wahrheit, auch wenn das vielleicht eine unangenehme Wahrheit ist. Er sagt, er könne sich an das Treffen nicht erinnern. Er sagt auch, er könne sich an den Inhalt von dem Treffen auch nicht erinnern. Auf alle Fälle kommt er wegen dem letzten Treffen unter Druck. Für die Aufsicht sind die Ausführungen vom Lauber nicht wirklich glaubwürdig. Die Aufsicht tut dann eine Disziplinaruntersuchung in die Wege leiten. Es kommt zu einem Kräftemessen zwischen dem Lauber und der Aufsicht. Und der Lauber sagt auch, für ihn ist die Disziplinaruntersuchung ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft und auch ein Angriff gegen ihn als Person. Auf die Disziplinaruntersuchung reagiert Michael Lauber mit einer Pressekonferenz. Ich lüge nicht, ich verschweige auch nicht. Ich weise diese beiden Vorwürfe in aller Form zurück. Die ganze Diskussion zu reduzieren auf mein Erinnerungsvermögen und das als Kardinalsfehler darzustellen, das meinen Kopf fordert, das ist einfach, ich muss es so sagen, wie es ist, das ist einfach nur absurd. Und Infantino? Kann er sich noch erinnern, worüber er mit Lauber gesprochen hat? Wir sind heute im FIFA-Museum in Zürich. Ich kann mich beim besten Willen nicht genau erinnern, wenn man mir die Frage gestellt hat. Aber was ich mich sicherlich kann erinnern kann, ist, dass alles auf jeden Fall korrekt gemacht wurde. Wenn ich Ihnen sage, was ihr vor einem Monat zu Mittag gegessen habt, wissen Sie das? Heute vor einem Monat. Ich weiß es nicht. Aber das Treffen mit dem Bundesanwalt wüsste ich. Aber ich habe jedes Jahr, ich habe jeden Monat, jede Woche x Treffen. In dem dritten Treffen war ich am Vortag in Peking und habe den Präsidenten von China getroffen. Am Tag darauf war ich in St. Petersburg und habe Putin getroffen. Wir hatten die Eröffnung des Confederations Cup und ich hatte einen Speech vor 65'000 Leuten. Dass man sich da in dem Moment, wo man mir die Frage stellt, nicht genau erinnern kann, muss mich tadeln. Ich tadle mich selber für das. Aber es ist nur die Idee, dass man zum Bundesanwalt gehen kann. Der oberste Staatsanwalt der Schweiz. Und irgendetwas Krummes machen. Schon nur die Idee zu haben, so etwas zu machen, ist ja jenseits von der Vorstellungskraft von irgendjemandem, der irgendein 0,1% Hirn hat im Kopf. Damals saß Hans-Joachim Eckert in der Ethikkommission. Von den Geheimtreffen wusste er nichts. Ich verstehe das nicht, warum man sich hier privat treffen musste. Und dass es dieses dritte Treffen in Bern, dass sich keiner mehr daran erinnert, möchte ich also. Es geht in den Bereich des Skurrilen. In diese Situation kommen Sie als Richter des Öfteren in Ihrem Leben. Die kollektive Amnesie in manchen Bereichen, gerade in großen Wirtschaftsverfahren oder Bankverfahren, ist doch sehr tiefgreifend. Aber warum hat Eckert nicht gehandelt, als die Geheimtreffen Ende 2018 aufflogen? Fragen wir uns. Wir realisieren,
Infantino baut ein Jahr im Amt das interne Kontrollgremium, die Ethikkommission, um. Es gibt Neuwahlen am 11. Mai 2017. Wir erinnern uns. Eckert hat Blatter und Platini gesperrt, wegen der 2-Millionen-Zahlung. Der Weltfußballverband hat sich im Vorfeld von seinem Kongress in Bahrain nämlich ins Gespräch und ein Stück weit auch ins Zwielicht gebracht. Es gab eine Liste, eine interne Liste, und da waren die Namen von Cornel Bobeli und den anderen allen drauf. Und dann kam also auch die Einladung nach Bahrain und auch die Flugtickets und Hotelbuchung. Und wir sind dann dorthin geflogen, und als wir ausgestiegen sind und die Handys wieder gegangen sind, haben wir vernehmen dürfen durch die Medien, dass die Wiederwahl der Ethikkommission in der Form nicht mehr ansteht. Der Hans-Joachim Eckert aus Deutschland und der Gardel Barbey aus der Schweiz müssen ihren Platz räumen. Beide sind erfahren, beide sind renommiert. Außerhalb vom FIFA-inneren Zirkel weiß man nicht, warum. Eckert und Borbély organisieren vor Ort eine Pressekonferenz. Wie hat die FIFA ihre Nichtwiederwahl begründet? Ich kenne keine Begründung. Wenn Sie eine haben, dann bitte ich Sie darum. Hat die FIFA das Ihnen gegenüber nicht begründet? Ich habe keine Begründung. Ich weiß, dass wir dann beide gesagt haben, Cornel Borbély und ich, die Ethikkommission in dieser Form ist tot. Und die wird es nicht mehr geben. Am nächsten Tag antwortet Gianni Infantino auf Journalistenfragen so. Dies ist ein ganz normaler Ablauf. Der Kongress hat entschieden, mit über 90 oder so Prozent Stimmen diese neuen Mitglieder zu wählen. Ich denke, wir sollten daraus keine Tragödie machen. Hat gegenüber Ihnen Herr Infantino noch einmal eine Begründung abgegeben? Hat er noch einmal Nein. mit Ihnen gesprochen? Niemals. Es gab keinen Kontakt mehr. Eckert und Bobeli waren, ja, für Gesichter, scharfe Hunde gewesen. Insbesondere in den ausländischen Medien ist sofort vermutet worden, nach der Absetzung von den beiden, dass der Gianni Infantino die ersetzt hat mit Leuten, die ihm in Anführungszeichen mehr hörig sind. Und wir vermuten, dass der Gianni Infantino Leute wollte heransetzen, wo er sicher ist, dass die nicht gegen ihn als Präsident vorgehen. Wir studieren die Akten der US-Justiz. In dieser Phase von Geheimtreffen, Gedächtnisschwund und Absetzung Eckerts passiert in den USA Brisantes. Burzago. Kronzeuge. Le témoin. Il testimone chiave. Le témoin chiave. On est d'accord. C'est lui. Questo è lui. Alles, was wir wissen, hat er unter Eid ausgesagt. Er war ein TV-Rechtehändler, Präsident der Firma Torneos, für die er viele Jahre arbeitete. Und er war jahrelang Teil dieses Bestechungssystems. Alejandro Bursaco confessou que cometeu crimes de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração. Em Nova York, o argentino que delatou o esquema de corrupção na FIFA. Alejandro Bursaco fez novas acusações a dirigentes de futebol. Bursaco prestou depoimento pelo quinto dia seguido para a juíza em Nova York. Die Aussagen von Bursaco fanden in der Schweiz kaum Echo in den Medien. Non hanno avuto quasi nessun rilievo mediatico. In Brasilien hingegen waren die Enthüllungen aus der Fußballwelt und auch über Katar das große Thema. Kronzeuge Bursaco sagt in New York vor Gericht am 14. November 2017 aus. Der Wendepunkt. Wir stehen 5 Jahre vor dem WM-Start in Katar. Bursaco erklärt im Kreuzverhör detailliert, weshalb die Katar-Wahl korrupt gewesen sei. Infantino und seine FIFA wissen von den brisanten Aussagen.
Hier haben wir mehr als 850 Seiten Protokoll, ein großer Teil davon seiner eidesstattlichen Aussagen. Sie sind sehr wichtig für unsere Recherche. Und auf Seite 402, wenn ich mich richtig erinnere, steht es schwarz auf weiß. Basierend auf ihren Gesprächen mit Julio Grondona, welche Funktionäre erhielten Geld für ihre Stimme bei der Katar-Wahl? Ricardo Teixeira, Nicolás Leós und Julio Grondona. Diese Aussage ist entscheidend, wenn es um die Frage geht, gab es bei der Wahl von Katar Korruption? Korruption also bei der Katar-Wahl laut Bursago. Zu dieser Zeit war Sepp Blatter FIFA-Präsident. Was sagt er heute dazu, dass laut US-Akten 3 Stimmen korrupt waren? Ich habe nicht gewusst und weiß es heute noch nicht, wer alles irgendwo Geld bekommen hat. Ich kann nur sagen, ich habe nie Geld bekommen. Katar wurde mit 8-14 Stimmen gewählt. Teixeira, Leós, Grondona. Diese 3 laut US-Justiz gekauften Stimmen machen den Unterschied. Wäre die Abstimmung 11-11 ausgegangen, hätte der damalige FIFA-Präsident Blatter den Stichentscheid gehabt. Und Blatter hat die USA favorisiert. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass 3 Stimmen damals gekauft waren, dann ist es so wie bei anderen Parlamentsentscheidungen in Stadträten, Gemeinderäten, dann ist dieser Beschluss ungültig, weil er eben auf kriminelle Art und Weise zustande gekommen ist. Und dann müsste dieser Beschluss nach Anfechtung eben neu erfolgen zu anderen Bedingungen. Dann würde die Situation sein, dass die FIFA letztendlich sich überlegen müsste, was tun wir jetzt? Infantino weiß zu dieser Zeit, in 5 Jahren findet die WM in Katar statt. Auf die brisanten Aussagen der US-Justiz zum Stimmenkauf reagiert er nicht. Wir möchten von ihm wissen, was er heute darüber denkt. Unsere Anfrage für ein Interview vor der Kamera lehnt er ab. Wir bitten ihn um eine schriftliche Stellungnahme. Und warten. Währenddessen erfahren wir, FIFA-intern geben die Bursaco-Aussagen sehr wohl zu reden. Infantino hingegen reist um die Welt, schüttelt Hände und wirbt für seine neue FIFA. Yellow card is a warning. Yeah. And when you want to kick out someone, like this. Die WM in Katar rückt näher und näher. Zürich, 5. Juni 2019. Wahlkongress. Es gibt nur einen Kandidaten, Gianni Infantino. Dear friends, liebe Freunde, an diesem Wahltag spricht niemand über Krise, über Skandale, über Korruption. Nobody talks about corruption. Alles sei in bester Ordnung. Ich bin stolz und glücklich, dass die Reserven, die bei meinem Amtsantritt 1 Milliarde betrugen, heute bei 2,75 Milliarden sind, also 1,75 Milliarden mehr. Er wird per Akklamation wiedergewählt. Thanks to everyone. Vielen Dank allen, an meine Familie und Freunde, an alle, die mich lieben oder hassen. Heute liebe ich alle. Während Infantino von Erfolg zu Erfolg eilt, wird Michael Laubers Lage immer kritischer. Die Geheimtreffen erweisen sich als fatal. Dicke Post für den Bundesanwalt Michael Lauber heute vom Bundesstrafgericht in Bellinzona.
er als Bundesanwalt, einer seiner leitenden Staatsanwälte sowie der Leiter des FIFA-Strafverfahrens müssen in den Ausstand treten. Damit stolpert Bundesanwalt Lauber über seine inoffiziellen Treffen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der Lauber selber wird vom Bundesstrafgericht als befangen erklärt. Er muss gewisse Verfahren abtreten, gewisse Verfahren verjähren. Es scheint, als habe die Bundesanwaltschaft die Orientierung verloren. Die Schweizer Justiz ist mit sich selbst beschäftigt. Die Gerichtskommission empfiehlt deshalb dem Parlament, ihn nicht wiederzuwählen. Die Bundesversammlung ist somit verhandlungs- und beschlussfähig. Es kommt anders. Monsieur Michael Lauber est réélu avec 129 voix. Es gibt ein Statement und dann ist fertig. Eins. Das heißt, keine Abfrage. Pas de français, pas de question. Désolé. Guten Morgen. Wenn Sie ein bisschen näher kommen, dann hören Sie mich alle, wenn ich noch näher komme. Genau. Ich freue mich über diese Wiederwahl. Ich bedanke mich beim Parlament für das Vertrauen, das man in mich setzt. Und ich möchte mich auch bedanken bei meinen Freunden und bei meiner Familie für alles, was sie in dieser nicht immer einfachen Zeit getan haben und mich unterstützt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Eine Nachfrage, gestatten Sie? Währenddessen in der FIFA Zürich. Dort passiert Erstaunliches. Die FIFA-Ethikkommission fällt ein Urteil, das tiefgreifende Konsequenzen hat. Gestützt auf den US-Kronzeugen Borsacco. Gestützt auf die US-Justiz. Wir lesen im Urteil, dass FIFA-Exekutivmitglied Teixeira habe für seine Katar-Stimme Schmiergelder erhalten. Im Urteil ist die Aussage von Borsacco, die er vor dem New Yorker Gericht gemacht hat, eins zu eins übernommen worden. Mit anderen Worten, im Urteil heisst es, wer hat als Bestechungsgelder für Katar 2022 akzeptiert, nämlich der Leox, der Scheira und Grondona. Also die Aussage von Borsacco ist eins zu eins übernommen worden in dem Urteil von der FIFA-Ethikkommission. Wir fragen uns, warum stützt sich die neue FIFA-Ethikkommission unter Infantino auf die US-Akten mit der Kronzeugenaussage? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Wir sehen aber in den Unterlagen, die alte Ethikkommission unter Eckert eröffnete bereits damals im Zuge der Borolak-Verhaftungen das Verfahren gegen Teixeira. Das Ethikkommissionsurteil sorgt in Brasilien für Schlagzeilen. A FIFA baniu do futebol para o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por corrupção. A FIFA, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira culpado do crime de suborno, aplicando a pena que o proíbe de exercer atividades ligadas ao futebol para sempre. Die FIFA-Ethikkommission urteilt. Teixeira wird wegen Korruption lebenslänglich von allen Fußballaktivitäten gesperrt. Und sie verhängt eine Buße von 1 Million Schweizer Franken. Also ungefähr gleich viel, wie Teixeira laut US-Akten für seine Katar-Stimme kassiert haben soll. Teixeira ist der einzige des Trios, der noch lebt. Leos und Grondona sind verstorben. Trotz dem klaren Urteil. Teixeira behauptet nach wie vor, nie Bestechungsgelder akzeptiert zu haben. Auf CNN Brazil gibt er Auskunft. Warum ermittelt die US-Justiz gegen Sie? Weil Ricardo Teixeira einer von denen war, der die WM in den USA begraben hat. Sie rächen sich. Die WM, die in den USA hätte stattfinden sollen. Ja, sie rächen sich. Sie wissen es. Hätte nicht damals nach diesem Ethikkommissionsentscheid Infantino handeln müssen.
Die FIFA hätte sicherlich eine Untersuchung in Auftrag geben müssen, ob und wie sich dieses Urteil auswirkt auf die Vergabe an Katar. Was sagt Infantino zum brisanten Teixeira-Urteil? Keine Reaktion, keine öffentlichen Stellungnahmen. Wir stehen 3 Jahre vor dem WM-Start in Katar. Eines von zahlreichen Videos aus dem Internet. Für ihn haben die Bauarbeiten in Katar Vorrang. Es ist ein großartiges Gefühl. Und wenn man die Arbeit sieht, wenn man die Schwingungen spürt, das ist magisch. Währenddessen im politischen Bern. Die Geheimtreffen Infantino-Lauber haben schwerwiegende Konsequenzen für die Schweizer Justiz. Die Aufsichtsbehörde kommt zum Schluss, dass der Michael Lauber seine Amtspflichten zum Teil schwer verletzt hat. Der Michael Lauber zieht es dann weiter ans Bundesverwaltungsgericht. Und wie wir heute wissen, ist das fatal für den Michael Lauber, weil das Bundesverwaltungsgericht kommt auch zum Schluss, dass der Michael Lauber seine Pflichten zum Teil schwer verletzt hat. Und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, sagt das Bundesverwaltungsgericht, dass der Michael Lauber vorsätzlich die Unwahrheit über das letzte Treffen soll erzählt haben. Und damit sagt das Gericht eigentlich, er hätte gelogen. Dass sich keiner der 4 Teilnehmer mehr an das Treffen erinnern können soll, erscheint wenig glaubhaft. Nun geht der doch schneller als gedacht. Der in Ungnade gefallene Bundesanwalt Michael Lauber hat vorzeitig auf Ende August gekündigt. Nach seinem Rücktritt zieht sich die Schlinge enger um noch Bundesanwalt Michael Lauber. Der außerordentliche Staatsanwalt will gegen Lauber ein Strafverfahren eröffnen und beantragt die Aufhebung von Laubers Immunität. Herr Lauber, wie ist es gelaufen? Schönen Tag wünsche ich euch. Die ganze Affäre Lauber ist für die Schweizer Justiz ein Desaster. Der Herr Lauber ist noch nicht aus dem Schneider. 2 außerordentliche Bundesanwälte gegen ihn ermitteln und auch gegen den Herrn Infantino. Man darf gespannt sein, ob sie herausfinden, was bei dem letzten Geheimtreffen diskutiert worden ist. Und sollte am Schluss das Gericht sogar zum Schluss kommen, dass der Herr Lauber seine Macht, seine Position missbraucht hat, um die Karriere des Herrn Infantino zu fördern, wäre das natürlich fatal. Noch ist der Ausgang offen. Doch Infantino ist nicht zu stoppen. Er stimmt in Katar WM-Helfer ein. President Infantino, the stage is yours. I didn't hear you. Hello! You feel good? You feel good? Great. We can show. Wir können der ganzen Welt zeigen, dass Katar, ja, die ganze arabische Welt, alle willkommen heißt für ein unglaubliches Erlebnis. Ihr seid das Herz, die Seele und das Lächeln der WM. Ich zähle 1, 2, 3 und dann Katar. 1, 2, 3. Good. And now 1, 2, 3 and FIFA. 1, 2, wait. 1, 2, 3. FIFA! Wir wollen von der FIFA wissen, hat Teixeira die 1 Million Franken Buße bezahlt? Die FIFA gibt auf diese Frage keine Auskunft. Aber wir realisieren, im Hintergrund laufen Gerichtsverfahren. Denn Teixeira akzeptiert die Buße und das Urteil der FIFA-Ethikkommission nicht. Er rekurriert und zieht das Urteil weiter. Wir verlangen bei den Gerichten Einsicht in die Entscheide. Und wir staunen erneut. Das Verfahren hat jetzt Infantinos Rechtsabteilung übernommen. Sie verteidigt den Standpunkt der Ethikkommission vor dem obersten Gericht. Es geht zum Bundesgericht Lausanne. Und die FIFA gewinnt.
Das Bundesgericht bestätigt im Februar dieses Jahres, Teixeira ist schuldig der Korruption. Mit anderen Worten, die FIFA anerkennt, dass die Aussage von Bursaco glaubwürdig ist. Mit anderen Worten, sie anerkennt, dass rund um Katar-Nomination 2022 mindestens 3 Stimmen korrupt waren. Wie die Situation jetzt ist, ob und in welcher Form die FIFA auf diese Entscheidung des Bundesgerichts zu reagieren hat, entscheidet der Herr Infantino. Was denken Sie? In dem Bereich denke ich nicht. Nach monatelangem Warten erhalten wir endlich eine Mail von Gianni Infantino. Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Zum Bundesgerichtsurteil erhalten wir eine Zeile. Es gibt keinen Entscheid der FIFA-Ethikkommission, in dem von Bestechungsgeldern im Zusammenhang mit Katar die Rede ist. Die Antwort von Gianni Infantino ist nachweislich falsch. Wenn er schreibt, es hätte keine Korruption gegeben bei der Katar-Nomination, widerspricht er erstens dem Urteil der Ethikkommission gegen Teixeira und zweitens seinen eigenen Juristen. Wie lautete Infantinos Motto bei seiner Wahl zum FIFA-Präsidenten? You have two choices. Es gibt zwei Optionen. Entweder man versteckt sich oder man stellt sich. Man versteckt sich und wartet, bis alles vorüber ist. Oder man stellt sich und handelt. Für mich war Verstecken nie eine Option. Ich wollte immer handeln. Und ich fürchte mich nicht, Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen.